So, da sind wir wieder. Es geht weiter. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich gucke mal ganz kurz ins Journal. Wir haben nur noch das hier. Okay, alles andere dürften wir also erledigt haben. Wo sollen wir jetzt hin? Sprecht mit Captain Silver. Captain. Jawohl, mit dem Captain spielen wir. Sprechen wir. Das ist da oben. Ja, gut, dann würde ich sagen. Machen wir uns Jetzt auf den gleich Weg. Lappen Gaul. Kaum zu fassen, na, was die der Katze Feuersand wieder, die getan kann es hat. nicht leiden, wenn ich an Angriff was auf den anderes. Maurice? Wie soll das den Nee. Zirkel einen? Der Feuersang wird sich für dieses Verbrechen Was? verantworten. Dies schwöre Was ich bei der tun? Ehre des Hauses Monarch. Ich will keine Waffe, Freider. Ich will nicht mit ihnen Nein, Leben, doch, das ist ein Ausgang, okay. Ach, dann war es da doch nicht das. Ich hasse diese Wegführung. So. Und jetzt ist es natürlich ganz woanders, oder? Das war's. Ist gut, ich hab's verstanden. Weiß ich noch, was ich da machen wollte? Keine Ahnung, gell? Ne? Aber was ich da sehe, ist, dass wir einen. Das ist gut. War das? Hat einer auf mich geschossen. Die Sau. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir wollen ja komplett zionieren. Hier, was bist du? Muss mal was gucken. Hab ich noch? Warte mal. Ja, alles klar. Doch alles da. So, Das ist Sebastian. Ich dachte, ich hätte sonst irgendwie Hilfe hier. So. Oder ist das wieder diese Sache mit. Warte mal. Achso, ja, gut. Gut, vergiss es ja. Ist okay. Die Bewahrerin von Galen, die lassen wir lieber sein. Die können wir nicht. Außer wir finden wirklich mal eine Gruppe, die das macht. Ich bin direkt hinter euch, Ich Partner. weiß. Okay. Seid ihr böse? Denkt an meine Warnung. Die Graunsegel wollen sich was Tür holen. Ja. Hallo. Ach, sie ist das. Nun, Ach, die mein mag ich. Plan wäre beinahe aufgegangen. Und ihr habt euren Teil getan. Ihr habt sogar das Gräflein und die Druidin gerettet, wie ich sehe. Meeresfürst Nalos mag meiner Klinge entkommen sein, doch ich habe meine Mannschaft zurück. Besser als ein Leck im Laderaum, schätze ich. Auf jeden Fall. Könnt ihr uns sonst noch was über Meeresfürst Nalos und seinen Plan für den Angriff auf Bastia erzählen? Es gibt nichts mehr zu erzählen. Er hat eine gewaltige Flotte und wird direkt nach Vastyr segeln. Das ist Er deutlich, ne? wartet nur darauf, dass der Feuersang ihm Unterstützung bietet. Dies wird aber erst passieren, sobald er das steinleere Relikt hat. Zumindest hat Nalos das angedeutet. Und was meint ihr machen? Mehr von den Goldklingen versammeln, wo auch immer Nalos sie festhält. Dann warten wir auf eine weitere Gelegenheit, den Bastard zu Das wäre töten. doch was. Wer weiß? Vielleicht komme ich nach Vastyr, weil ich weiß, dass Nalos dort sein wird. Solange wir einen gemeinsamen Feind haben, bin ich auf eurer Seite. Die hätte ich gern als wiederkehrenden Charakter. Ich finde die super geil. Also nicht jetzt im weiblichen Sinne, auch nicht schlecht, sondern als Charakter. Und vor allen Dingen trägt die eine Jeans? Ist das eine Jeans? Das ist eine Jeans. Eine Jeans in Tamriel. Solltet ihr das Relikt nicht an einen sicheren Ort bringen? Alle scheinen recht besorgt wegen dieses albernen alten Dings zu sein. Habt ihr eine Ahnung, wo Meeresfürst Nalos in was er will, was er Es ist will? der reichste Hafen auf Galen, voll mit Beute. Jeder Piratenfürst würde ihn gern plündern, wenn er denken würde, dass er eine Chance hat. Ja. Mit der Macht des Feuersongs auf seiner Seite meint Meeresfürst Nalos erfolgreich sein zu können. Er strebt auch nach Höherem. Was ist Höheres? Nalos will König werden. Oh. Sobald er Vastyr eingenommen hat, plant er es zu seinem Thronsitz zu machen. Ein großer Hafen mit robuster Verteidigung würde ihm ein eigenes Inselkönigreich gewähren.
und die Macht, sich König Orgnum und allen Flotten Pyanduneas zu widersetzen. Warum widersetzt sich Meeres Vestnaris seinem König? Weil er ein untreuer Bastard ist. Guter Grund. Die Kriegsschiffe und Krieger, die Meeresfürst Nalos einsetzen will, um seine eigenen Bestrebungen zu fördern, gehören König Orgnum. Sie zu befehligen, steht ihm nicht zu, noch sollte Galen von ihm regiert sein. Ich bin hier, um die Gerechtigkeit des Königs zu vollstrecken. Und wo ist der Rest der Goldklingen? Was? Ihr meint, ich brauche noch mehr als diese beiden? Nun, ihr irrt euch nicht. Diese beiden sind meine Offiziere. Veloran, erster Maat der verrückten Jungfer, und Kovacs, unser Quartiermeister. Meeresfürst Nalos hat sie eingesperrt, weil sie mir treu blieben. Ja, und der Rest? Sie sind über die grauen Segelflotte verstreut und dazu gezwungen, Nalos zu gehorchen, weil sie denken, ich hätte sie verlassen. Doch sobald sich herumspricht, dass ich bereit bin, Meeresfürst Nalos herauszufordern, kehren sie an meine Seite zurück. Dann wird die verrückte Jungfer wieder in See stechen. Oh, ist so super. Ja, wo ist der Erzdruide Elik? Ist auch wieder ganz woanders, oder? Ja, sicher. Sichi. Okay. Zurück. Marsch, Marsch. Beziehungsweise Galoppe, Galoppe. Jawohl. Dün, dün. Hoffentlich kommt die Bewahrerin nicht, weil, ne, die kann ich nur besiegen, wenn da ein paar Peoples mithelfen. So, warte mal, bevor wir da hingehen, gucken wir mal ganz kurz. Sieht nicht, wo die sein könnte, oder? Doch, da. Da. Ja. Die richtigen haben wir alle schon. Das ist aber auch nur einer. Das da fehlt mir noch. Aber man sieht nicht, wo sie gerade ist. Hm. Also müssen wir einfach da zurück. Das ging schnell. Elfenpiraten werden jeden Tag unverschämter. Wann unternimmt Haus Mornar denn so endlich etwas? Ja, also, Haus Dufour hatte auf Hochinseln nie solche Probleme. Nun, so ganz da war stimmt ich doch das schon nicht. So oft drin, oder? Ist es das, wo ich immer rangehe? Also, warum ist der noch immer? Ich stehe doch hier nichts. Der Hund ist süß. Aber warum ist der nicht, ach. Nee. Quatsch, nee. Quatsch. Hm. Genau. Hauptsache, ich muss nicht Karten spielen. Das mache ich noch. Das mache ich noch. Ganz klar. Irgendwann, wenn ich mit den Quests durch bin, werde ich nach und nach versuchen, alle Singleplayer-Achievements zu Lappen. Festländer, kommt! Sagt mir, was im Castel Tonnerre geschehen ist. Ja, mach ich. Wer ist das eigentlich? Ah, hi. Niraya erzählte mir, ihr hättet sie vor den grauen Segeln am Castel Tonnerre gerettet. Mhm. Und dass ihr auch den heiligen Samen unseres Zirkels zurückgeholt habt. Stimmt das? Jo. Ich kann es kaum glauben. Zu viele Ahngezeiten sind dem Verrat des Feuersangs und den Klingen der grauen Segel zum Opfer gefallen. Ich war mir sicher, wir hätten unseren heiligen Samen verloren. Hab's vergessen. Ich werde ihn fürs Erste aufbewahren. Wenn Erzdruidin Orlight den Samen will, wird sie ihn mir aus den toten Händen reißen müssen. Charlton Heston? NRA? Mhm. Dann werden wir ihnen einen Kampf liefern. Die bretonischen Fürsten und ich haben unsere Differenzen. Doch sie errichten mächtige Mauern. Die Angezeiten werden helfen, sie zu verteidigen. Ihr habt mein Wort.
Und meine Axt. Oh, der junge Sir Stefan möchte mit euch sprechen. Stefan. Er sagte, man findet ihn im Castel Mornar. Alles klar. Graf Mornar und sein Sohn schmieden im Thronsaal Pläne. Und Sir Stefan möchte euch dabei haben. Ihr solltet gehen. Welche Bedeutung hat der einen Ahngezeitensamen? Fragen wir nochmal. Alle Samen sind Versprechen, Festländer. Ein Potenzial, das sich erst noch entfaltet. Ja, klar. Dieser Samen war ein Geschenk des letzten Druidenkönigs, das dem Ahngezeitenzirkel vor unzähligen Jahren anvertraut wurde. Ich streichle gerade. Solange wir ihn bewachen, lebt der Traum von Kasorain weiter. Ich lasse nicht zu, dass Orlight ihn sich nimmt. Gut. Druidin Laurel hat mir erzählt, die Samen wären nur Symbole ohne wahre Macht. Kann man ein Kastell mit diesem Samen einreißen? Nein. Doch Symbole haben genau die Macht, die wir ihnen gewähren. Geld? Mit unserem Samen könnte der Feuersang den Traum von Kasorain auslöschen. Zeigt mir den Zauber oder das Schwert, mit dem man eine Idee ermorden kann. Danach unterhalten wir uns weiter. Genau wie Terrorismus. Terrorismus ist eine Idee. Die kann man nicht zerbomben. Hagenred hat das gesagt, ja? Was wird der Ahngezeitenzirkel jetzt tun? Wir werden innerhalb dieser mächtigen Steinmauern unsere Kräfte sammeln und uns auf die kommende Schlacht vorbereiten. Meine Brüder und Schwestern sind verstreut. Doch wir werden uns weder dem Feuersang noch seinen Meereselfenverbündeten beugen. Okay. Sehr schön. Dann hoppeli hoppeli zum Kastell. Ja, sie jagen uns ganz schön durch die Gegend. Eben waren wir ja schon richtig, aber zur falschen Zeit. So, das Kastell finde ich, glaube ich, relativ gut. Also ich meine, nicht falsch verstehen. Ja, das ist jetzt keine Gua-Treppe, aber egal. Wieso habe ich einen Gua? Kannst du... Danke. Ach, die Katze, da ist sie wieder. Ich sehe mal wieder gar nichts, weil die Katze will... Mein Sohn ist zurück. Das muss gefeiert werden. Ach, sehr ruhig. Nein, Vater. Die Grauen Segel planen, was Tür anzugreifen. Was? Piraten können unsere Mauern nicht überwinden. Sobald Erzdruiden Orlight den steinleeren Samen findet, werden der Feuersang und die Grauen Segel zusammen zuschlagen. Wir müssen uns vorbereiten. Richtig. Reden wir mal mit dem Stefan. Ein Sturm braut sich zusammen, mein Freund. Ein Sturm zieht Aber auf. Dank euch kann ich mich ihm entgegenstellen, statt in den Verliesen der Grauen Segel zu schmachten. Oh Gott. Und wir haben es geschafft, Druide Niraya zu retten und den Ahngezeitensamen zu sichern. Ihr habt erneut euren Wert bewiesen. Was wird jetzt geschehen, Sir Stefan? Jetzt nutzen wir die Zeit, die wir haben, und bereiten die Verteidigung der Stadt vor. Wir sammeln Verbündete und tun, was wir können, um die heiligen Samen zu sichern. Doch ganz gleich, was auch geschieht, es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Hier, mein Freund. Mein Vater wollte, dass ihr das bekommt. Alles klar, danke. Die Grauen Segel meinen, was Tyrs Mauern durchbrechen zu können. Niemals. Doch sie könnten ausreichend viele sein, um uns zu überwältigen, insbesondere mit dem Feuersang an ihrer Seite. Wir brauchen mehr Verteidiger, die uns beistehen. Mehr Verteidiger? Ist es überhaupt möglich? Beim Grün, ich hoffe es. Die Steinleere und die Angezeiten-Druiden. Sie schweben in ebenso großer Gefahr wie wir. Vielleicht sogar noch größerer, Katze. Weil der Feuersang ihre heiligen Samen will. Sie müssen uns bei der Verteidigung der Stadt helfen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ja. Was soll ich für euch tun? Während ich meinem Vater helfe, die Stadt zu verteidigen, will ich, dass ihr die Erzdruiden aufsucht und uns ihre Hilfe sichert. Im Austausch bekommen sie einen Ort, um ihre Verwundeten und die Samen zu schützen. Fangt mit Erzdruide Raval vom Steinleere-Zirkel an. Okay. Erzdruide Raval ist im Rankenviertel, dem druidischen Teil der Stadt. Er sollte euch sagen können, wo ihr Erzdruide Elik findet, sobald ihr euch mit ihm einig seid. In der Zwischenzeit habe ich viel damit zu tun, die Stadt auf den kommenden Angriff vorzubereiten. Was genau machst du da? Alles in meiner Macht Stehende. Wir sahen uns noch nie einer Invasion solcher Größe gegenüber, doch was Tür ist nicht schutzlos. Wir haben Ritter, Mauern und den Vorteil der Vorbereitung. Wir können Barrikaden errichten, Fallen vorbereiten und Nicht-Kombatanten in Sicherheit bringen. Zivilisten, ja. Glaubt ihr, dass das reichen wird? Nein. Deshalb brauchen wir die Druiden, um die Mauern zu verteidigen. Wir dürfen Vastyr nicht den Grauensegeln überlassen. Was ist mit Captain Siravane und ihren Goldklingen?
Das ist eine interessante Idee. Sie scheint bereit zu sein, uns zu unterstützen. Es war ihre Warnung, die uns auf den bevorstehenden Angriff aufmerksam machte. Die ist toll, ganz ehrlich. Ich bezweifle ganz toll. Allerdings, dass sie uns aus der reinen Güte ihres Herzens helfen wird. Will mir erst fürs Nahles erschlagen, falls sie den Angriff anführt, würde Vaste diese Gelegenheit bieten. Und Haus Monar wäre bereit, ihre Dienste anzuwerben. Wir haben nichts dagegen, Söldner anzustellen, wie ihr durchaus wisst. Meinst du mich damit? Der Punkt könnte allerdings hinfällig sein. Ich bin einfach nur ein Guter. Wir wissen nicht, wie wir ihr eine Nachricht schicken können oder wo sie sich überhaupt versteckt. Meint ihr wirklich, dass die Druiden sich bereit erklären, die Stadt zu verteidigen? Wir können nur um Hilfe bitten und hoffen, mein Freund. Ja. Druiden mögen keine Kriegertradition haben, doch ich weiß, dass sie keine Feiglinge sind. Ja. Und sie können kämpfen. Ich habe gesehen, was die Ahngezeiten bewirken können. Und ich weiß, dass die Steinlehre sich schützen wird, wenn nötig. Mhm. Alles klar. Jetzt mal schnell nochmal gucken. Ja, das weiß ich. Ja, ja, ja. Was macht der? Na gut, super. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, aber bestimmt. Ja. Ich würde sagen, wir... Nehmen wir die mal. Letztes Mal haben wir jetzt einmal schon verpasst. Mal auf, ich will da Galen. Samen der Zerstörung. Klingt auch jetzt irgendwie wieder hochgradig pornografisch, aber egal. Was bist du? Bitte, Galfin, bleibt in der Stadt. Gefahr zieht auf. Vastyrs Mauern können uns alle beschützen. Ein Sturm die Stadtmauern können die Stadtleute auf. Beschützen. Und die Druiden des Rankenviertels. Aber was ist mit dem Rest meiner Brüder und Schwestern? Sir Stefan hat einen Plan. Gemeinsam können wir Galen vor den grauen Segelpiraten beschützen. Ups, das wollte ich nicht. Bisschen nass forsch. Die Leute sagen, Graf Rabenwacht hätte in den Ruinen von Leute. Der Vater ein heiliges. Ich hatte mich gefragt, wann ich euch wiedersehe, Abenteurer. Wer hat das gesagt? Und warum steige ich nicht ab? Ah, da. Okay. Ah, Druidenfreund. Ich habe gehört, was ihr getan habt. Wie ihr den Ahngezeiten Samen gesichert und in die Obhut von Erzdruide Elik übergeben habt. Wiederum habt ihr bewiesen, ein wahrer Freund der Druiden zu sein. Doch was höre ich da über einen bevorstehenden Angriff auf die Stadt? Episch. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Hallo, Metal Jones. Deshalb bin ich hier. Stefan bittet darum, dass die Druiden helfen, was dir vor dem kommenden Angriff zu verteidigen. Stefan muss seine Armee stärken und will das mit der Steinlehre und den Ahngezeiten tun? Ich schätze, das ergibt Sinn. Wir wissen uns selbst zu verteidigen. Und es ist unser dritter Zirkel, der abtrünnig geworden ist. Ich kann die Steinlehre dieser Sache verschreiben. Angezeiten? Lasst mich mit Elik sprechen. Wenn jemand ihn überzeugen kann, seine Leute in die Stadt zu bringen, um bei der Verteidigung der Mauern zu helfen, dann ist es ein anderer Erzdruide. Stattdessen will ich euch nach Glimmerbergsee schicken. Der Glimmerbergsee. Ja, Glimmerbergsee. Laurel und die meisten Steinlehre-Druiden von Galen sind in Glimmerbergsee. Setzt sie über den Plan in Kenntnis und sagt ihr, dass sie unseren Zirkel auf den Krieg vorbereiten soll. Ich werde euch dort treffen, sobald ich Erzdruide Elik überzeugt habe, es genauso zu halten. Das Dorf liegt gleich nördlich von Vastyr. Der Steinlehre haben sicher Erzdruide. Vollkommen. Ich habe ihn Fried zur Verwahrung gegeben. Wen könnte es Besseres geben, um etwas so Heiliges zu behüten, als einen durch Üffres Willen geschmiedeten Geist? Fri war sehr interessiert daran. Sehr meinte, eine Verbindung dazu zu spüren und wollte den Samen untersuchen. Das ist eins dieser neutralen Pronomen? Wow. Ganz schön fortschrittlich. Aber war gut, war Bethesda eigentlich immer. Hat Free etwas durch die Untersuchung des Samens erfahren? Das werdet ihr Free selbst fragen müssen.
Ich bin unmittelbar nach der Übergabe des Samens nach Vastyr zurückgekehrt. Fries Art der Verständigung ist immer noch verwirrend. Ich glaube...